Buenos días, queridos alumnos de Cela Spanish School Online. In unserem Unterricht heute lernen wir die Konjugation regelmäßiger Verben im Subjuntivo Präsens. Dieses Video haben wir auch vollständig auf Spanisch aufgenommen. Ich bin sicher, ihr werdet es leicht verstehen können. Dieses Video ist Teil vom Material unseres Mini-Online-Grammatikkurses El Subjuntivo Paso a Paso. Wir empfehlen, sich erst ab der Mittelstufe mit dem Subjuntivo zu beschäftigen, wenn schon die meisten Zeiten des Indikativo und der Imperativ bekannt sind. Wir empfehlen euch unseren Minikurs über den Imperativ. Im vorhergehenden Video haben wir erklärt, was der Subjuntivo ist und ganz allgemein erklärt, wozu wir ihn gebrauchen. Vamos a comenzar. In dieser Tabelle haben wir die Konjugation der regelmäßigen Verben in Präsens indikativ. Die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben sind die gleichen in Präsens indikativ, in Präsens subjuntivo und im Imperativ. Wie ihr euch ganz sicher erinnern könnt, sind die Endungen der regelmäßigen Verben in Präsens indikativ o, as, a, amos, eis, an für Verben der ersten Konjugation, die auf ar enden, o, es, e, emos, eis, en für Verben, die auf r und o, es, e, imos, is, en für Verben auf ir. Schauen wir mal, wie das im Präsens Subjuntivo ist. Ich habe den Ausdruck tal vez in die Tabelle geschrieben, weil, wie wir im vorhergehenden Video erklärt haben, der Subjuntivo nicht in einfachen Sätzen mit einem Subjekt verwendet wird, außer in Sätzen, die mit ojalá, tal vez, quizás, posiblemente und probablemente anfangen. Muy bien. Dann werden wir zur Konjugation übergehen. Tal vez yo trabaje, tú trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen. Wie ihr sehen könnt, haben die Verben auf ar im Subjuntivo die Endung mit e. E, es, e, hemos, eis, en. Wir sehen auch, dass die erste Person Einzahl und die dritte Person Einzahl gleich konjugiert werden. Comer. Tal vez yo coma. Comas. Coma. Comamos. Comáis. Coman. Die Endungen der Verben auf er und ir sind dieselben und haben den Vokal a in der Endung. Die erste und dritte Person Einzahl sind gleich. Escribir. Tal vez yo escriba. Escribas. Escriba. Escribamos. Escribáis.
escriban. Die Verben auf er und ihr haben a in der Endung und werden gleich konjugiert. Wie wir schon wissen, haben der negative Imperativ und der Präsente des Subjuntivo die gleiche Konjugation. Lasst uns das genau anschauen. Im Imperativ haben wir weniger Personalpronomen. Die erste Person existiert nicht, weil wenn ich mir selbst eine Anweisung oder einen Ratschlag gebe, mache ich es mit Du. Es fehlen auch él, ella, ellos und ellas. Im positiven Imperativ haben wir Tú trabaja, usted trabaje, nosotros trabajemos, vosotros trabajad, ustedes trabajen. Im negativen Imperativ verändern sich die Personen tú und vosotros. Tú no trabajes. Vosotros no trabajéis. Der Rest der Personen verändert sich nicht. No, usted no trabaje, nosotros no trabajemos und ustedes no trabajen. Schauen wir uns nochmal die Konjugation von trabajar im Präsente des Subjuntivo an, um zu vergleichen. Tal vez trabaje. Tal vez trabajes. Trabaje. Trabajemos. Trabajéis, trabajen. Es ist ganz klar, dass der negative Imperativ und der Präsente des Subjuntivo die gleiche Form haben. Im Subjuntivo haben wir wieder alle Personalpronomen. Der Imperativo und der Subjuntivo haben ähnliche Funktionen. Ich sage meinem Sohn, haz la tarea und gebrauche den Imperativ. In quiero que hagas la tarea gebe ich die gleiche Information weiter, aber mit dem Verb im Hauptsatz spreche ich über eine Erwartung, die ich an die Handlung meines Sohnes habe. Die Handlung, die ich von ihm erwarte, hacer la tarea, wird im Subjuntivo ausgedrückt. In beiden Fällen sage ich meinem Sohn, er soll die Hausaufgaben machen. Im Satz no hagas la tarea gebrauche ich den negativen Imperativ. Die Form des Präsente des Subjuntivo und des Imperativo Negativo sind gleich. Deshalb ist es sehr wichtig, den Imperativ vor dem Subjuntivo zu lernen. Um die Konjugation des Subjuntivo zu üben, empfehle ich euch einige Sätze mit ojalá, quizás, tal vez, posiblemente und probablemente zu bilden. Die Schüler, die unseren Mini-Online-Kurs machen, können jetzt die Übungen mit Lösungen und Übungen mit Lehrerfeedback im Kursmaterial machen. Lasst uns ein paar Beispielübungen machen. Tal vez. Tal vez estudiemos español en México el próximo año.
Estudiar ist ein Verb auf ar, also endet das im Subjuntivo, also hat das im Subjuntivo e in der Endung. Posiblemente los precios de las frutas. Posiblemente los precios de las frutas suban el fin de semana. Subir ist ein Verb auf ir und hat a im Subjuntivo. Quizás. Quizás comamos pasta para la cena. Comer endet auf e und im Subjuntivo hat die Endung a. Bitte nicht vergessen, dass wir in Hauptsätzen keinen Subjuntivo verwenden. Es sei denn, die Sätze fangen mit ojalá, quizás, tal vez, probablemente und posiblemente an. Zum Beispiel: Los jueves vamos de copas, comemos pizza y vemos películas en mi casa. Hier spreche ich über eine Gewohnheit, die wir haben, Handlungen, die wir gewöhnlich am Donnerstag machen. Der gleiche Satz mit quizás. Quizás el jueves vayamos de copas, comamos pizza y veamos películas en mi casa. Hier rede ich von Handlungen, die wir am Donnerstag erwarten zu tun. In unserem schriftlichen Kursmaterial sind noch viele weitere Übungen. In unserem nächsten Video sprechen wir über die unregelmäßigen Verben im Subjuntivo Präsens. Wir laden euch ein, unsere Webseite zu besuchen, wo ihr mehr über unsere Schule und Kurse erfahren könnt. Hasta la próxima clase!